Hallo ihr Lieben, heute echter Patientenfall. Was ist eigentlich eine Portion? Also, ich bin die Rose Fröhlich, für alle, die mich noch nicht kennen, denkt dran, Plus weg, Abo abschließen, je nachdem, wo ihr mich seht. Also abonnieren sozusagen, sag mal, Abo abschließen, ja. Okay, ihr wisst, was ich meine. Also, zurück zum Patientenfall. Und zwar war die Frage eines Pärchens in der Beratung, die gegenseitig überlegt hatten, was ist eigentlich eine Portion? Darauf gibt es eine wunderbare Antwort, nämlich mit dem Ernährungsmaß. Und zwar kann man den als Fächer oder digital natürlich nutzen. Und zwar findet man hier mit der Hand, mit Becherglas, Löffel, die Portionsmengen. Es ist so, dass verschiedene Kategorien mit Milch, Milchprodukten, Quark, Joghurt, mit Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei, Soßen, für Süßigkeiten, für den Bereich Streichfett, also Streichbelag, für Nüsse, für, was haben wir noch, Gemüse, für Obst, für die Kombination und natürlich Rückseite, ganz viele Tipps und Tricks. Getreideflocken fallen mir gerade noch ein. Also es gibt viele verschiedene Grundnahrungsmittel, die im Schwerpunkt immer, ja, wo ich immer wieder gefragt werde, was ist da überhaupt eine Portion? Das heißt, wir finden es im Rose Fröhlich Ernährungsmaß. Wenn ihr bei mir auf den Kanälen unterwegs seid, findet ihr auch ganz viel zu dem Thema, was ist eine Portion. Und für die, die es noch nicht kennen, die Portionsmengen kann man mit der Handschale definieren, mit dem sogenannten Handteller und mit der ganzen Handfläche. Das heißt, hier muss nicht abgewogen werden, müssen keine Kalorien gezählt werden, sondern beim Ernährungsmaß ist es ganz einfach, mit Alltagsgegenständen zu definieren. Und an der Stelle kann man eben wunderbar sehen, was ist eine Portion. Also Beispiel, eine Handvoll gekochte Ware, zum Beispiel Kartoffel, Reis oder Nudeln, als Handschale. Dann gibt es die Möglichkeit, bei Obst ist es immer sinnvoll, eine Handvoll Obst, also wenn ich eine geschnittene Banane oder wenn ich eine Handvoll Beerenfrüchte habe, dann ist es ungefähr eine Handschale voll. Ich kann Banane auch Stiftlänge oder so lang wie die Hand nutzen. Das wäre ja eine Banane. Wenn ich einen Apfel habe, ist das ein Apfel, der in die Hand passt. Natürlich gibt es große, kleine Äpfel oder das Thema Mandarinen zum Beispiel. Da kann man es gut erklären, dass zwei Mandarinen eine Handvoll sind oder eine Orange zum Beispiel. Das heißt, ihr habt verschiedene Kategorien in dem Ernährungsmaß. Ihr könnt es digital nutzen, dann kann man es auf dem Handy nehmen oder für den PC-Laptop. Dieses hier ist die Fächerportion, könnt ihr bei uns im Etsy-Verlag Rose Fröhlich, findet ihr das. Oder ihr kommt einfach in die Ernährungsberatung. Die Krankenkassen zahlen ja die Ernährungsberatung bei uns. Das heißt, wir können außer den Portionsmengen natürlich all die Fragestellungen, die ihr habt, gerne lösen. Wenn ihr schon Fragestellungen überhaupt habt, meldet euch gerne, schreibt einfach. Ich freue mich auf euch. Ganz liebe Grüße. Habt erstmal einen schönen Tag. Und ja, ihr wisst ja schon mal so ein bisschen, was eine Portion ist.